Hallo liebe Kochgemeinde, ich möchte heute einmal etwas Besonderes vorstellen, was ich bisher noch nie gemacht habe. Nämlich, wie kann ich denn eine schöne Feier machen mit einem tollen Essen und 8 Gängen. Die Idee kam mir mal vor vielen, vielen Jahren, als ich in einem meiner ersten Projekte in Italien war und war dort oben am Berg in einem kleinen Restaurant. Und die hatten dort All You Can Eat. Und dieses Prinzip habe ich dann verwendet und habe eine eigene Feier zu Hause gemacht, wo ich dann auch einen ganzen Tisch voll mit Leuten hatte und dann für 8 Personen gekocht habe. Deswegen sehen Sie hier, es sollten nicht mehr als 6 bis 8 Personen sein. Sie sollten dort etwa 30 Gramm Nudeln einplanen. Sie können die Grundsoßen, wir brauchen eine Tomatensoße und eine Sahnesoße, bereits vorbereiten oder auch die Bolognese-Soße. Sie müssen etwa 5 Minuten fürs Kochen einkalkulieren und etwa 30 Minuten dann fürs Essen. Das Essen ist ja dann relativ, weil wenn Sie merken, dass der Gang fertig ist, dann gehen Sie in die Küche und machen den nächsten Gang. Es kann auch schon mal 4 Stunden dauern, so ein Essen. Dann brauchen Sie nach jedem Gang eben neue Teller. Während den Essen werden die alten Teller halt dann von einem Helfer quasi gewaschen. Sie brauchen dazu einen eigenen Nudeltopf. Der sollte einen Siebeinsatz haben und der bleibt die ganze Zeit am Herd und kocht so vor sich hin und Sie geben dann einfach nur die vorgekochten Nudeln in diesen Kochtopf rein. Sie brauchen auch noch 2 Kochtöpfe für die Grundsoßen, die Tomatensoße und die Sahnesoße. Und Sie kriegen auch alle diese Rezepte, wenn Sie mir ein Mail schicken, die Sie hier benötigen für dieses 8-Gänge-Essen. Die Spaghetti Bolognese sind ein Klassiker, das sollte niemanden heute mehr überfordern. Die können Sie auch bereits am Vormittag zubereiten. Das ist also das kleinste Problem, Sie sollten davon aber mehr machen, denn Sie brauchen diese Bolognese-Soße ein zweites Mal. Dann machen wir Spaghetti Carbonara, das ist auch kein Hexenwerk, ein bisschen an Schinken schneiden und wer mag, dann noch mit Zwiebeln reintun, das ist Geschmackssache. Es wird auch in dem Kochbuch erklärt. Und dann das Ganze in eine Sahnesoße und über die Nudeln drüber Petersilie drauf. Auch das ist ein relativ harmloses, schnell zubereitetes Essen. Und genauso wie das nächste Essen hier, nämlich die Spaghetti mit Lachs. In dem Fall verwenden Sie halt statt dem Schinken einen geschnittenen, geräucherten Lachs. Und auch der wird einfach nur geschnitten rein, Sahnesoße drüber, bisschen abschmecken, je nach Geschmack. Auch hier Petersilie, Pfeffer und so, das sind Selbstverständlichkeiten. Und das nächste sind die Spaghetti Gulasch, wie man es auch nennt. Auch die finden Sie in meinem Kochbuch einfach. Wienerl schneiden, in einen Topf rein, kurz anbraten, Tomatensoße drüber. Die Tomatensoßen sollten immer warm sein, genauso auch wie die Sahnesoße. Und somit haben Sie dann auch innerhalb von kürzester Zeit, 1 bis 2 Minuten, wirklich so ein Essen fertig. Dann haben wir hier die Spaghetti mit Thunfisch. Auch hier verwenden wir unsere Tomatensoße. Machen Sie so 1 bis 2 Dosen von einem Thunfisch auf. Geben den Thunfisch vielleicht mit ein bisschen Zwiebeln in einen Topf rein, dann eine Tomatensoße drüber, ein bisschen Käse dazu und schon haben Sie die schönste Soße mit Thunfisch. Dann wird es etwas spezieller, Sie verwenden hier wieder die Bolognese Soße, dann geben Sie einfach hier den Mais und die Kidneybohnen mit rein. Wer mag, der kann natürlich auch diese Fixprodukte verwenden, ein bisschen in die Soße rein. Wer keinen Kreuzkümmel zu Hause hat und kann dann die Tomatensoße damit ein bisschen aufpeppen, dass das dann auch den klassischen Chili con Carne
Geschmack quasi dann bekommt. Auch das ist einfach und schnell gemacht, weil die Bolognese Soße haben sie sowieso. Dann haben sie hier den siebten Gang, einfach wieder die Sahnesoße verwenden, ein bisschen Speck und Schrimps und Jalapenos in einen Topf rein, die Sahnesoße drüber, ein bisschen Petersilie dazu und schon haben sie eine wunderschöne Soße auch, die mit den Spaghetti verbinden und schon haben sie den siebten Gang erledigt. Es hört sich alles so einfach an, es ist aber auch wirklich einfach. Und dann hatte ich einen speziellen Gast, der war nie zu sättigen und dann habe ich mir gedacht, so, dir helfe ich jetzt und deshalb bekommst du jetzt Käsespätzle. Gott sei Dank hatte ich dann auch noch Spätzle zu Hause, eine ordentliche Portion Käse drüber, mit Petersilie, ein paar geröstete Zwiebeln. Auch das geht relativ schnell in einer Pfanne zu machen. Und wenn der dann eine richtige Portion kriegt mit ordentlich Käse drauf, dann wird auch diese Portion satt.